Dies ist ein Mods im Rampenlicht-Video. Und zwar stehen heute im Rampenlicht die Mod Saatkartoffel-Bauernhof-Fahrzeugpaket, kommt von Dazed, Downloadgröße 19,28 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und die Mod Saatkartoffel-Bauernhof-Gebäudepaket, ebenfalls von Dazed, Downloadgröße 22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und damit herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu diesem Mod im Rampenlicht-Video. Dieses Video wird präsentiert von Matt Eagle. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofgott bist und zwar hier auf diesem Kanal immer wieder aktiv mitmachst und dabei bist und natürlich auch im Hintergrund sehr viele Sachen erledigt und organisiert. Ganz, ganz herzlichen Dank dir dafür. Wir möchten uns diese Mods im Detail angucken und zwar genau, wie sie funktionieren, was zu erwarten ist und natürlich ja, zu sehen, ob das etwas für deine Farm ist. Gut, wir starten natürlich erstmal mit dem Fahrzeugpaket. Da haben wir als erstes einmal diesen TMC Cancela, den TJP610. Dieser ist umfunktioniert als Krautschläger, also hier wird das Grünzeug entfernt, bevor die Kartoffeln geerntet werden können. Dieser kommt mit einem Gewicht von 4 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 9 km/h und kostet 25.500 Euro. Dann kommen wir zum Grimme GL420, ist eine Sämaschine. Und natürlich kann hiermit Kartoffeln gesät werden. Und zwar passen hier rein die normalen Kartoffeln, einmal Saatgut, dann passen hier auch rein Saatkartoffeln und zwar in Form von Kisten und auch in der Form von Säcken. Dazu kann hier auch Flüssigdünger eingefüllt werden und natürlich wird hier gesetzt dann die Kartoffel. Diese kommt mit einem Volumen für alles von 2715 Euro, wiegt 2,4 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 46.000 Euro. Als nächstes haben wir den GL860, natürlich ebenfalls von Grimme, nimmt dieselben Sachen auf wie eben gesehen und zwar ist es natürlich auch die Sämaschine mit einem Volumen von 8050 Litern, einem Gewicht von 6,8 Tonnen, braucht 170 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 129.500 Euro. Und dann haben wir noch den Nordsten HK25 und zwar ist auf diesen Grubber noch ein Tank hinzugefüllt worden für Flüssigdünger mit einem Volumen von 1500 Litern, wiegt 1,1 Tonne, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 17.500 Euro. Danach schauen wir uns die Einzelheiten des Saatkartoffeln-Bauernhof-Gebäudepakets an. Und zwar im Zentrum des Ganzen steht diese Halle hier. Das ist das Kartoffellager und Sortierschuppen. Kostenpunkt zum Platzieren, wuppige 455.000 Euro. Also ein sehr stolzer Einstiegspreis. Hier werden angenommen Kartoffeln, Abfallkartoffeln, Saatkartoffeln und Premiumkartoffeln und es wird ausgegeben Säcke und Kisten von Saatkartoffeln, Säcke und Kisten von Premiumkartoffeln, Kisten von Abfallkartoffeln und Säcke an Schweinefutter. Ebenfalls wird angeboten ein Kartoffelsortierer, das ist hier diese kleine Anlage, da geht rein Kartoffeln und gibt aus Kisten von Abfallkartoffeln, Kisten an Saatkartoffeln und Kisten an Premiumkartoffeln. Dann haben wir den großen Kartoffelsortierer mit Bagger und das ist falsch, das soll nicht heißen Bagger, das ist übersetzt aus dem Englischen, sollte das heißen Bagger und zwar ist das die Abfüllstation, wo direkt in Säcke abgefüllt wird. Hier wird angenommen Kartoffeln, dann Kisten von Abfallkartoffeln, Kisten und Säcke an Saatkartoffeln und Kisten und Säcke an Premiumkartoffeln. Ausgegeben wird Kisten und Säcke von Saatkartoffeln, Kisten und Säcke von Premiumkartoffeln, Kisten an Abfallkartoffeln und Säcke an Schweinefutter. Der Preis dieser Sortieranlagen liegt zwischen 103.400 Euro und 275.000 Euro. Des Weiteren gibt es eine umgebaute BGA, das ist diese hier. Hier wird im Prinzip nur zusätzlich die Abfallkartoffel angenommen zur Generierung von Gärresten, elektrischer Energie und Methan. Des Weiteren kommt im Gebäude- und Hallenmenü eine Erweiterung des Kartoffellagers. Das ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren, auch stolze 350.000 Euro und gibt natürlich eben, wie gesagt, erweiterten Lagerplatz für die
entsprechenden Produkte. Unter Gebäude und Container finden wir den Sprayer Store. Das ist ein umgebauter Schiffscontainer. Das ist dieser hier. Kostenpunkt zum Platzieren 20.500 Euro. Hat eine Ladekapazität für Flüssigkeiten von 30.000 Litern. Das Schöne dabei ist, wenn man diesen hin platziert, kriegt man automatisch 15.000 Liter an Diesel und 15.000 Liter an Pflanzenschutzmittel. Des Weiteren haben wir hier die Werkstatt, die unter Tools zu haben ist. Natürlich auch ein umgebauter Schiffscontainer. Kostenpunkt zum Platzieren 23.000 Euro und ist eine Werkstatt. Damit man die Produkte natürlich dann auch verkaufen kann, gibt es zum einen den Bauernmarkt erweitert. Hier kann verkauft werden zusätzlich zu den anderen Produkten und Produktionen die Saatkartoffeln sowohl in Kisten und Säcken, die Premiumkartoffeln ebenfalls in Kisten und Säcken, dann die normale Kartoffel, das ist klar, und die Kisten an Abfallkartoffeln kann hier verkauft werden. Dann gibt es des Weiteren den Supermarkt erweitert, das ist dieser hier, Kostenpunkt zum Platzieren 80.000 Euro und kann zusätzlich zu den normalen Früchten verkaufen die Kisten oder Säcke von Premium Kartoffeln. Des Weiteren haben wir vier kleine Verkaufspunkte und zwar ist das die Selling Station 1, das ist diese hier. Hier kann zusätzlich verkauft werden zu den normalen Sachen, die sie annimmt, noch die Kisten an Abfallkartoffeln. Dann gibt es die Selling Station 2. Hier kann zusätzlich verkauft werden Kiste oder Säcke an Saatkartoffeln. Dann gibt es die Selling Station 3. Hier können zusätzlich verkauft werden Kisten und Säcke an Premium-Kartoffeln. Und dann gibt es noch die Selling Station 4. Hier können alle vorgehenden Produkte verkauft werden. Des Weiteren gibt es als einzelnen Artikel, der noch im Saatkartoffeln-Bauernhof-Gebäudepaket gekauft werden kann, ist eine Kiste, eine Kartoffelkiste, die kommt dann leer daher und hier und diese hat ein Füllvolumen von 2000 Litern, wiegt 50 Kilo und kostet 500 Euro. Auch wenn es eine Kartoffelkiste ist, hier kann jede Art von Schüttgut aufgenommen werden. Wir gehen jetzt mal jeden einzelnen Baustein von dieser Mod durch. Und zwar fangen wir an mit der Sortieranlage, die in der Halle eingebaut ist. Und zwar haben wir hier ein Schiebetor, wo drin auch gleich die große Sortierungsanlage mit eingebaut ist. Durch diese Tür kann man natürlich in diese Halle reingehen. Man hat hier natürlich auch noch ein Schiebetor, das von außen kommt. Das ist dieses hier. Dann haben wir hier drin haben wir diese Sortieranlage. Und zwar wird hier produziert einmal die Kartoffelsortierung. Das heißt 1000 Einheiten an Kartoffeln ergibt 100 Einheiten Abfallkartoffel, 400 Einheiten an Saatkartoffeln und 500 Einheiten an Premiumkartoffeln. Und wenn man dieses hier aktiviert, kommen alle Produkte als Kisten heraus. Wenn man die Kartoffelsortierung einschaltet, die dann backed ist, also in Säcke abgepackt, kriegt man aus 1000 Einheiten Kartoffeln, 100 Einheiten Schweinefutter, 400 Einheiten an Saatkartoffeln und 500 Einheiten an Premiumkartoffeln. In diesem Falle hier kommen die, wie gesagt, als Säcke raus. Dann gibt es die Sortierung hier, also das Bagging, das heißt, aus 1000 Einheiten Premiumkartoffeln werden auch 1000 Einheiten Premiumkartoffeln. Und zwar kann man die Kisten einfüllen, die sind 2000 Liter groß und hier werden dann eben Säcke davon hergestellt. Dasselbe gilt natürlich für die Saatkartoffeln. Und dann gibt es eben hier noch, wenn man Kisten an Abfallkartoffeln einfüllt, kann man Säcke an Schweinefutter herauskriegen. Das schauen wir uns natürlich dann im Detail an, wenn wir nachher die ganzen Sachen mal in Aktion sehen. Der Gabelstapler gehört nicht dazu. Wir haben hier die Möglichkeit, das Licht einzuschalten und diese Lichtanimation oder die Lichtdarstellung hier finde ich absolut genial. Also wenn man hier die Partikel anguckt, die bewegen sich. Also man hat wirklich das Gefühl, dass hier ziemlich viel Staub drin ist, was ja eigentlich normal ist. Und ja, also hervorragend gemacht, finde ich. Des Weiteren haben wir hier einen Kühlraum. Hier kann man das Licht hier einschalten für diesen einzelnen Kühlraum. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, den Kühlzyklus zu starten.
Und dieser Kühlzyklus startet hier oben die Ventilatoren, respektive die Air Condition, die Klimaanlage. Und hier drüben werden diese Ventilatoren aktiviert. Wenn man den Kühlzyklus wieder ausschaltet, heißt das hier Aufwärmzyklus starten. Kann ich ausschalten und das dauert jetzt eine Weile, bis die ganzen Anlagen aufhören zu arbeiten. Also auch richtig cool gemacht, dass es nicht sofort einfach so aufhört. Na, das geht, dauert jetzt eine Weile. So, jetzt haben sie aufgehört zu arbeiten. Also das hat also wirklich eine Weile gedauert. Machen wir hier wieder zu. Machen wir hier das Licht aus. Und des Weiteren haben wir hier eine zweite Kühlbox. Hat dieselbe Funktion, die genau dieselben Angelegenheit hier, auch das Licht, die Aufwärm- und die Kühlphase kann auch eingeschaltet werden, das ist hier klar. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, das Licht hier einzuschalten. Und wir haben hier natürlich noch einen Lichtschalter für den Außenbereich. Das ist diese hier, auch hier, diese Beleuchtung finde ich fantastisch. Des Weiteren schauen wir uns im Detail an die Erweiterungshalle, also das ist diese hier, die kostet ja 355.000 Euro zum Platzieren. Wir gehen hier auch mal rein und wir können auch sehen, dass das Prinzip hier überall dasselbe ist, außer dass wir hier insgesamt 4 Kühlboxen haben mit denselben Funktionen wie schon gesehen. Das ist eine Kühlbox, aber hier drüben die zweite Kühlbox. Dann haben wir hier die Kühlbox Nummer 3 und natürlich hier die Kühlbox Nummer 4. Funktionieren genauso, wie wir das schon gesehen haben, also muss ich das hier nicht wiederholen. Dann kommen wir zu der BGA. Wir schauen uns kurz die Produktion an, wo die Abfallkartoffel verwendet wird. Und zwar ist das hier das Produktionsmenü der BGA. Und wir können sehen hier, Waste Potatoes, die Abfallkartoffel, wird aus 100 Einheiten, werden 80 Einheiten elektrische Energie, eine Einheit Methan und 20 Einheiten Gärreste hergestellt. Als nächstes schauen wir uns die kleine Sortierungsanlage an. Das ist diese hier. Hier werden aus 500 Einheiten normalen Kartoffeln, 50 Einheiten Abfallkartoffeln, 200 Einheiten Saatkartoffeln und 250 Einheiten Premiumkartoffeln hergestellt. Wie gesagt, hier werden keine Säcke ausgegeben, sondern nur Kisten. Das Fassungsvolumen für das Einfüllgut, das ist bei 2000 Litern. Das heißt, man muss hier ziemlich oft nachfüllen. Dann diese Anlage hier haben wir schon gesehen. Das ist dieselbe, die wir in der Halle drin gesehen haben. Also muss ich hier das nicht wiederholen. Das ist einfach die große Sortierungsanlage. Wir kommen hier zu diesem Flüssigkeiten-Container. Der hat hier eine Zapfsäule dran. Das heißt, hier kann Diesel nachgetankt werden. Hier hinten haben wir den Kaufpunkt für die beiden Produkte, die gekauft werden können, also Pflanzenschutzmittel und Diesel. Und es sagt jetzt hier, dass ich keinen Platz mehr habe für diese Einheiten, da der Lagerplatz voll sei. Wenn wir ein bisschen näher dran gehen, sehen wir tatsächlich, dass 15.000 Liter Diesel und 15.000 Liter Pflanzenschutzmittel schon in diesem Tank drin sind. Wir haben nichts hinzugekauft bis jetzt. Das ist also direkt, wenn man den platziert, kommt dieser Füllstand mit dazu. Natürlich haben wir dann als nächstes die Werkstatt. Das ist diese hier, klar. Das ist nichts anderes als eine Werkstatt. Hier ist der Trigger. Und hier müssen die Geräte platziert werden. Und dann haben wir hier diese 6 verschiedenen Verkaufsstellen. Das ist natürlich den Supermarkt. Dann haben wir den Bauernmarkt. Des Weiteren haben wir die 4 einzelnen Verkaufsstellen, die unterschiedliche Sachen annehmen. Dieser hier ist der kombinierte Verkaufspunkt. Das heißt also, hier würde ich wahrscheinlich diesen hier wählen, weil das am platzsparendsten ist. Und ja, natürlich alles aufnimmt, außer das Schweinefutter natürlich. Wir werden jetzt mal diese hier befüllen. Hier sei zu beachten, dass die Halle hier oben nicht sehr hoch ist. Das heißt, wenn man einen großen Kipper hat, der gegen oben abkippt, dann könnte das ein Problem sein. Deswegen habe ich hier den Tran 70 genommen, der nicht nach oben ausschlägt, sondern nach hinten ausschiebt. Also gut bis hinten dran fahren, bis das I kommt.
Dann kann man hier ausladen und wir können sehen, dass hier 20.000 Liter reinpassen. Wir machen dasselbe hier, dass wir die schon mal alle befüllt haben. Hier ist der Bereich nicht ganz so exakt zu treffen, also hier kann man im Prinzip mal erstmal die 2000 Liter ausladen. Da passt nicht wirklich viel rein. Und dass wir das ein bisschen besser sehen, gehen wir hier an der großen Anlage und zwar draußen aus der Haltehalle und befüllen diese hier auch. Um es ein bisschen sichtbarer zu halten, gehen wir nicht in die Halle rein, um den Versuch zu starten, sondern wir gehen jetzt mal hier hin, machen dies hier an der Außenstelle. Wir starten erstmal das Potato Sorting, und zwar die Version in den Säcken. Wir aktivieren dies hier und schauen uns dann an, wie diese rauskommen. Vorsicht, der Sound hier, wenn die Anlage läuft, ist extrem laut. Vielleicht hier einfach den Sound ein bisschen runterdrehen. So, wir können ja auch diese hier Anlage hier anmachen, so dass wir gleichzeitig zwei Sachen am Laufen haben. Und naja, machen wir die hier an und schauen wir dann, wie das hier rauskommt. Ich mache mal die Spielgeschwindigkeit auf 3 und wir schauen uns im Detail dieses Produktionsmenü an, wie sich dies hier verhält. Und zwar können wir sehen, hier geht es ziemlich schnell. Hier wird schon einiges abgelagert und verarbeitet. Hier kann man schon fast wieder nachfüllen. Und bei der anderen können wir auch sehen, dass die Kartoffeln in großen Säcken, die Saatkartoffeln in großen Säcken schon fast rauskommen. Aber da schauen wir uns jetzt gleich mal weiter rum. So, wir gehen hier nochmal rein und füllen schon mal wieder nach. Wir stoppen mal wieder die Zeit und wir können hier sehen, dass hier ein Sack da ist für Kartoffel Large, also die mit dem Plus, das ist die Premium Kartoffel. Dann haben wir hier Potato Seed Supplier Medium, das ist die Saatkartoffel. Und dann haben wir schon wieder eine Premium Kartoffelkiste da oder Sack da. Ich drehe mal kurz die Lautstärke des Spiels ein bisschen runter, damit es nicht so laut ist hier an der Produktionsstätte. Wir nehmen mal den Stapler und bringen mal diese Säcke weg. Also ich mache das jetzt hier mal einfach mal zum Zeigen. Das können wir natürlich nachher machen mit der Superkraft. Aber so, dass wir das auf jeden Fall einfach mal so sehen. Also diese Säcke können natürlich dann in den Hallen gelagert werden, in den Kühlboxen drin. Und wir können sehen, also die Produktion geht hier ziemlich schnell vorwärts. Ich mache jetzt dies der Einfachheit halber wirklich mal einfach immer alles mit der Superkraft weg hier und gucken mal, wie das jetzt gerade weitergeht. So, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte auf jeden Fall einen Sack an den Abfallkartoffeln haben, respektive den Schweinefutter. Das heißt, wir schalten hier wieder ein und lassen das weiterlaufen und füllen hier natürlich immer wieder nach, weil das hier ziemlich schnell verbraucht wird. Das sind wirklich nur 2000 Liter rein. Und wir können hier sehen, dass hier erstmal zwei Kisten gekommen sind. Und zwar einmal die Kiste 45 Plus. Das sind die großen, also die Premium Kartoffeln. Dann haben wir hier die Größe von 35 bis 45. Das sind dann die mittleren. Das sind die Saatkartoffeln oder Pflanzkartoffeln, wie sie hier genannt werden. Diese haben ein Volumen von 2000 Litern im Gegensatz zu den Säcken, die dann ein Volumen von 1000 Liter haben. Und wir können sehen, hier ist auch schon wieder leer. Das heißt, wieder nachfüllen. Das muss also hier immer nachgefüllt sein. Sonst wird da natürlich der Produktionsablauf gestoppt. Geht also ziemlich schnell. Wir sind jetzt nur in dreifacher Geschwindigkeit. Und wir können sehen, wir haben jetzt hier einen Sack mit den Abfallkartoffeln. Aber das wird hier als Schweinefutter ausgegeben. Wir stellen jetzt hier auch um auf die Kisten. Und zwar machen wir das, indem dass wir jetzt hier die Backed-Version deaktivieren und die Potato-Sorting normal starten. Füllen da auch noch ein bisschen was nach. Und hier natürlich auch. Also wir haben hier eine weitere Kiste an Premium-Kartoffeln. Hier kommen immer noch ein paar Säcke raus. Das wird natürlich jetzt dann auch geändert.
Das ist also eine Kiste Premium-Kartoffeln. Die kann verkauft werden, hat einen etwas besseren Preis. Wir schauen uns gleich die Preise an. Und zwar hat die Abfallkartoffel einen Wert von circa jetzt im August von circa 120, 130 Euro. Die Pflanzkartoffel hat, also das ist die Aussaatkartoffel, hat hier einen Wert von ca. 430 Euro. Und die Premiumkartoffel hat hier einen Wert von 570 bis ca. 600 Euro. Dann gibt es natürlich dasselbe in den großen Säcken, das heißt ein bisschen kleiner in der Menge als Einheit. Hier haben wir einen Preis von fast schon 700 Euro. Und die Saatkartoffel und in Säcken ist auch ein bisschen teurer als das, was in den Kisten kommt. Auf jeden Fall, ja, das sind also die Preisunterschiede. Das ist auch schon wieder leer. Das geht extrem schnell hier. Man muss hier also wirklich immer dranbleiben. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, hier über ein Fließband oder ein Förderband hier zu befüllen zu lassen, dass es automatisch immer wieder aufnimmt. Ich warte hier nur noch, dass wir eine Kiste von Abfallkartoffeln bekommen. Hier ist schon fast wieder leer. Das ist ja wahnsinnig, wie schnell das geht. Und jetzt haben wir hier eine Kiste, wo drauf steht minus 35, das ist diese hier. Das sind jetzt Abfallkartoffeln. Ist im Prinzip dasselbe wie das Schweinefutter. Also wenn ich jetzt die einfüllen würde und dann die Abpackung in Säcke aktivieren würde, bekäme ich zwei von diesen Säcken raus. Ne? Aber hier die kleinen Insekten ist Schweinefutter und die kleinen Kartoffeln in der Kiste ist Abfallkartoffel. Die Abfallkartoffel kann, wie gesagt, verwendet werden, um die BGA zu befeuern. Also wir können das jetzt hier abstellen. Und dann haben wir hier an der BGA einen Füllstand von Abfallkartoffeln von 2000 Litern. Es passen 3600 Liter rein. Und dann könnte man das hier dann natürlich einfach so starten. Die Produktion ist im Gange. So. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten gesehen. Ich möchte kurz wiederholen. An Kisten können produziert werden Premium-Kartoffeln, Saatkartoffeln und wie eben gesehen die Abfallkartoffeln. Und in Säcken können produziert werden Premium-Kartoffeln, Saatkartoffeln und Schweinefutter. Das ist das, was produziert werden kann in Säcken. Ich nehme jetzt mal eine Kiste von Premium-Kartoffeln und gehe mal über die einzelnen Sell-Points. Und im Prinzip sollte nur der dritte und der vierte sollte dann diese Kartoffel annehmen. Also die erste sollte dieser Kiste nicht annehmen. Premium-Kartoffel wird hier nicht angenommen. Dann auch hier nicht. Aber hier sollte sie dann angenommen werden. Und das ist auch der Fall. Und natürlich auch in dem letzten Punkt hier wird sie natürlich auch angenommen. Wunderbar. Wir fahren mal mit diesem Saatanhänger mal in Richtung dieses Lagers hier, was wir hier ein bisschen chaotisch aufgebaut haben und gucken, wie das befüllt wird. Mal hier nebenan fahren und gucken, ob wir das so einfach befüllen können. Ne, also kann nicht einfach so befüllt werden, muss also drüber gehoben werden. Das kann man mit dem Stapler machen oder mit einem Teleskoplader. Kann man das hier drüber halten und dann wird diese Kiste entleert. Das sind jetzt die Aussaatkartoffeln gewesen, die Saatkartoffeln. Wir nehmen jetzt hier nochmal einen Sack von denen, damit wir das auch so drüber halten können. Und das ist auch der Fall. Und hier können wir auffüllen, bis wir 8050 Liter drin haben. Ich glaube, wir haben nun jeden Aspekt dieser beiden Mods gesehen. Und diese beiden Mods brauchen natürlich einander. Das ist im Prinzip eine Mod, natürlich einfach in zwei Paketen geschnürt. Mir gefällt dieser Mod. Ich finde das sehr gut durchdacht. Es wäre natürlich auch schön, wenn man diese Premium-Kartoffeln noch weiter verarbeiten könnte. Eben entweder als Chips oder Pommes so weiter verarbeiten könnte, um natürlich die Produktionskette ein bisschen weiter zu führen. Ich weiß nicht, was ihr über diese Mod haltet oder über diese Mods haltet. Bitte kommentiert mir doch in dem Kommentarfeld unter dem Video, ob ihr dieser Mod eine Chance gibt und ob ihr diese in euren Spielstand integriert. Gebt mir doch Bescheid, sagt mir Bescheid, was ihr über diese Mod haltet.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da und das kostenfreie Abo ab. Wollt ihr keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen, seien es Inhalte wie zum Beispiel die Mod-Vorstellungen oder eben auch Mod im Rampenlicht-Video wie dieses hier? Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, um natürlich dem Mad Eagle nochmal zu danken. Danke, dass du ein Hufgott bist und immer und jederzeit bereit bist, hier der Community und mir zu helfen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später wieder mit den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.